Servus zusammen, Rashcore hier und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wir sind hier auf dem Account von Pascal mit 22 fucking 1000 Games und eine Stimme, guten Tag. Servus. Und der gute Pascal, der hat sich heute gedacht, kaufe ich ein paar Games und das hat er gemacht, aber wir haben hier heute noch mehr, was wir hier heute alles absahnen können. Wir können hier erstmal 50 Mal den Band 3 abholen, das mache ich hier direkt. Wir können hier Talent Insignien abholen, zweimal das Ganze, 30 Splitter, aber es geht noch weiter, denn wir können hier direkt aus den Postkarten nachher, beziehungsweise, ja, das machen wir nachher, 700 wunderschöne Edelsteine abholen. Dreimal die Talent-Reroll-Karte, die nehme ich direkt mit, nochmal fünfmal das Ganze und eine super Runentasche, das nehme ich auch direkt mit, die Games, die heben wir uns für nachher auf, falls gar nichts rausgekommen ist, nochmal so als Reserve. Und es gibt zwölfmal die flippigen Karten, das heißt die Flip-Karten, die wunderschönen Event-Karten, das werden wir auch machen, ungefähr so bei 10.000 Games hier in dem Video. Also hier wird hier heute auf jeden Fall sehr viel geboten. Und ja, ein wunderschöner Kürbiserzug, evolviert bereits, ist auch auf dem Account hier. 3 von 5 erquicken, 8 von 10 zelebrieren. Der Flat hier 7 von 10, wir haben hier ein Mino 8 von 10. Schädelkrieger, wird er heute reingeopfert? Ja, kannst du machen. Alles klar, hier eine Schädelkrieger, rachsüchtige Schwert 6 von 10, der Druide 100. Ich sage 160, genau wie der Eros, 147 Sanderboom, 7 von 10, eine Arschritze ist hier, ein Orcsbane, Molta ist hier, Todesritter, Captain Weißband, Suku. Hast du irgendeinen Wunschhelden, den du wünschst, oder bist du wunschlos glücklich? Gargoyle, also Pixie wäre nur so nebenbei, was ich nur in meiner Sammlung bräuchte. Ja. Den Centaure oder wie auch immer heißt, dieser Baum, auch nur als Sammlung eigentlich. Alles klar, das heißt Gargoyle, den willst du? Den bekommst du heute ganz sicher, den räumen wir heute. Ja gut, fängt ja schon mal sehr gut aussehend an. Wir haben hier eine wunderschöne sexy Assassine zu meinem Gala-Champion, einer Frostsechse und keine Heldenslots. Hast du Platz im Heldenaltar? Altar nicht. Aber im Lagerhaus wahrscheinlich. Genau. Das also heißt, ja, da werden wir dann erstmal reinopfern. Ja, hier erstmal nichts, nicht viel, aber ja, gut. Das Ganze, wie gesagt, du hattest ja gesagt, in den Schädelkrieger soll das alles reingeopfert werden. Mhm. Ich bin mal gespannt, rachsüchtiges Schwert, ob das heute 7 von 10 wird. Wäre auf der anderen Seite eigentlich schlimm, wenn es so weit kommen würde. Das heißt ja, dass wir nichts Legendäres rauskommen haben. Das will ich ja nicht, das wollen wir nicht. Aber ja, was wir wollen hier ist eine sexy Assassine nur für dich. Eine Frosthexe und ein Binder hier in der Mitte. Hast du einen Bock auf einen Speedroll? Ja, mir egal, also ja, mach ruhig, also. Wenn du mir schon die Ehre dafür gibst, also du kennst mich, ihr kennt mich, dann, ja, sowas kann ich mir natürlich nicht entgehen lassen. LOL! Als würde da direkt ein legendärer Held rauskommen. Okay, wir haben hier einen legendären Held. Okay. Ich muss kurz mal schauen. Okay, interessant. Es ist ein Vlad gewesen, ein Vlad Dracula. Alles klar. Alles klar. Soll ich ihn direkt erstmal verpackt lassen oder wollen wir ihn entpacken? Nee, lass im Lagerhaus. Okay, lasse ich den direkt im Lagerhaus. Da haben wir genug Platz im Lagerhaus. Rollen hier erstmal weiter. Okay, eine Assassine. Damit muss man leben. Ein Eisdämon, ein Scheißdämon hier. Und ein Kristallschlamm. Wir haben hier, ja, nur Scheiße. Weiterhin scheiße und es wurde schon lila. Okay, ein geiler Champion. Aber zusammen mit einer sexy Assassine, sowas kann man sich natürlich nie entgehen lassen. Das Ganze hier packe ich hier nochmal rein. Zack, 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 zack. Genau, schwuppsiwupps. Das geht heute locker flockig. Rein damit. Wunderbar, genau, das rachzügige Schwert, das wird hier immer besser. Schon wieder ein Gala-Champion, sehr cool, sehr cool. Ich glaube schon der vierte oder der fünfte Gala-Champion hier. What the fuck? Alter. Schön. Schön. Wir haben hier eine Legende auf dem Platz, einen neuen legendären Helden. Hier ist ein fucking Kürbiserzug. Allah. Allah. So alt bin ich jetzt auch wieder nicht. Heute auch eben im Video. Die ganze Zeit habe ich Leute beleidigt. Alter, was ist denn das, Alter?
Ich sage immer, so alt bin ich doch gar nicht. So alt bin ich doch gar nicht. Ein Kürbiserzug, den brauchst du ja jetzt noch nicht mal, da dein Kürbiserzug ja schon evolviert wurde. Aber es ist auch ganz schön, jetzt erstmal so zwei der besten Helden, die es im Spiel gibt, direkt hier mal zu rollen. Ist, glaube ich, eine schöne Sache. Ach, was wäre ein Flat auf meinem Account? Also, das wäre schon eine schöne Sache. Was haben wir denn hier? Ein Henker, ein Kristallschlamm, eine Scharfschütze. Ich habe lange nicht mehr geopfert. Hier, darf man auch natürlich nicht vergessen, das Opfern. Sowas darf. Hier. Na, alles rein, alles rein. Zack, zack. Natürlich nicht den Kürbiserzug, den will ich nicht direkt opfern. Ja, wir haben jetzt noch 14.000 Gems übrig. Ich würde mal sagen, mach mal einen kleinen Speedrun. Aber wie gesagt, es gibt ja dann immer noch die flippigen Karten, die ich unbedingt machen will, unbedingt. Und ja, dann geht's jetzt hier in den Speed-Modus rein. Babu, babidi, 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 babu. Und es war nicht so eine gute Idee. 3000 Gems später und es ist nichts rausgekommen. Natürlich wieder ein Gala-Champion. Der ist der so auf dem Account hier. Gala-Champions ohne Ende. Hier gibt es wirklich unendliche Opfer. Das ist krass. Das ist crazy. Shit. Scharfschützen auch crazy. Henker, Kristallschlamm, Zyklop, Zyklop. Oh mein Gott, wir haben das Triple. Wir haben das fucking Triple. Hier ist ein Eros. LOL. Ein Eros? Ein Eros. Was noch? Alter, also wir haben jetzt hier, also mit dem Triple meine ich Flat, Kürbiserzug und fucking Eros. Wer diese drei Helden auf seinem Account hat, der rastet aus. Wir haben jetzt hier innerhalb von 10.000 Games alle gerollt. LOL. Du kannst schon noch ein paar mehr machen. Wir machen einfach später noch Talente, so 5.000 Games für Talente. Okay, das heißt 5.000 darf ich hier noch verrollen? Genau. Sehr schön. Wir verstehen uns hier blendend. Alter Verwalter, schaut euch das einfach an. Ein Kürbiserzug, ein Flat und ein Eros. Was ist denn auf diesem Account los? Was ist denn los? Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Ja. Bei ein Dreier? Ja. Oh also Gott, nein, Alter. Also nein, keine Angst. Also da wäre ich. Huh. Nee, also einzeln waren die, sind die gekommen. Hintereinander. In einem Dreier, die drei Helden, also das wäre die Explosion auf Doom. Ich kann dir nicht sagen, was ich. Da würden Atombomben explodieren. Da würde Deutschland nicht mehr lange existieren. Also wenn sowas rauskommen würde. Nee. Nö. So, dann hier glückliche Karten. 12 Karten haben wir da. Such dir eine Karte aus. Ja, mach einfach jede Karte einmal fertig. Fertig. Ja, mei, du mach mal das Album und dann schauen wir mal hier. Fangen wir mal an. Und hier die erste Karte. Die beinhaltet Gratulation, eine mystische Runentasche. In der flippigen nächsten Karte haben wir. Schon wieder eine mystische Runentasche. Wir haben hier nun. Halte dich fest. Oh mein Gott. 100 knuffige Gems. Oh. Das ist sehr schön. Wir haben hier natürlich 130 Gems, noch besser. Und alle guten Dinge sind drei. Wir haben hier hoffentlich wieder Gems. Okay, oder eine seltene Rundtasche. Und in der sechsten flippigen Karte, in der 6-6 ist... Ja, gut, richtig abturnend hier, 70 Splitter. Jetzt haben wir nur 6 Versuche frei. Ich würde mal sagen, wir machen das Ganze jetzt einfach wieder rückwärts. Alles klar, 150 Orden haben wir rausbekommen. Oh lol. Pascal. Was? Hier sind 100 Orden. Boah, oh mein Gott, Mann. So krass. So krass, seltene Runentasche haben wir rausbekommen und jetzt haben wir noch 3 Versuche. Wir haben hier in dieser Karte 1.000 Rumpunkte. 1.000 Rumpunkte. In der vorletzten Karte haben wir 100 Splitter, okay. Und es ist vielleicht nur eine Glückssache, aber gib mir doch einfach mal das Go für die letzte Karte. Los. Und es kommt raus.
Ich will das nicht mehr. All dieser Schmerz in jedem Video kommt immer nur so eine scheiß Splitterkarte raus. Ja, gut. Reißen wir uns mal wieder zusammen. Ich bin ein professioneller YouTuber. Ich zeige keine Gefühle. So, wir haben noch 5000 Games, die wir verrollen dürfen. Und ja, das beginnt doch schon mal sehr gut mit einem Gala-Champion, einem Werwolf und im Dreier. Eine Hackfresse, ein Kristallschwamm und ein Bergriesen, das Fettklöpschen hier. Natürlich folgend von seinem Croissant hier, der McDonalds-Mitarbeiter. Und zweimal dem Kristallschwamm. Wir haben hier einen Kristallschwamm. Und ja, natürlich wieder nur Scheiße. Das Ganze kommt hier aber hier natürlich spendablerweise alles dem rachsüchtigen Schwert des Schädelkriegers entgegen. Opfern wir hier nochmal alles. Wir haben noch 8000 Gems. Mach mal einen kleinen Speedroll, gib mir das Go. Go. Go und es kommt raus. Ha. Und es kommt raus. Ein Werwolf, ein Kristallschwamm und ein Alchemist. Halleluja. ja gut, dann ja, opfern wir nochmal ganz knuffig. Warum ist heute eigentlich alles knuffig? Warum ist bei mir heute alles knuffig? Ich kann es dir nicht sagen. Ich brauche ein neues Wort. Flauschig. Alles ist so flauschig. Vielleicht kennt ihr den Film Ich einfach unverbesserlich. Was? Alter! Alter! Nein! LOL! Was? Confirm. Confirm. Hier ist ein Eros. Welcher? Eros? Eros. Alter. 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 Du sagst es was. Nein. Wieso? Alter. Wir wollen. Sag nur mal, welchen Held wir wollen. Wir wollen Gargoyle. Wir wollen Gargoyle. Aichichi, du hast gehört. Gargoyle. Und jetzt haben wir zweimal den fucking Eros. Ich sehe schon die Kommentare. Hunderte werden schreiben, wie unfair es ist. Und du bekommst ihn direkt das dritte Mal oder das vierte Mal wahrscheinlich schon. Das dritte Mal. Bester Roll of the World. Ich hatte noch nie diese Helden. Also es, man kann ja auch zehnmal den legendären Döner hintereinander bekommen, den Dönergott. Oder man bekommt halt mal Kürbis dazu, zweimal Eros und Flat. What's going on here? Wir machen noch einen Dreier und... Hier ist ein Hexenmeister. Na toll, Evo. Na toll, ein evolvierter Hexenmeister. Den hat er sich jetzt auf jeden Fall sicher. Der Hexenmeister, der ist im Level 100. Das ist schön knuffig. Ja. Ja. Also, was zusammenfassend können wir sagen, wir haben heute so ziemlich die besten Helden rausbekommen, die es im Spiel gibt. Da kannst du dir schon mal was drauf einbilden. Das Problem ist, du hattest sie schon. Aber wir haben ja noch, wie gesagt, wir haben noch ein paar Sachen hier im Postfach, die werden wir nachher noch abholen. Aber jetzt können wir noch erstmal ein paar Talente rollen. Bollwerk ist derzeit 1 von 8. Ich glaube, 1 von 8 Talente, 2 von 8 Talente, brauche ich da dich überhaupt noch fragen oder soll ich da direkt weitermachen? Mach einfach direkt weiter. Okay, also erst ab 3 von 8, also 3 von 5 dich fragen, ob es sich denn lohnt. Rollkarten haben ja auch sehr viele, das heißt, es kostet jetzt erstmal gar nichts. 3 von 5 Verurteilung, ja oder nein? Boah, pack auf irgendeinen Helden drauf, also Ersatzbank oder sowas, keine Ahnung. Wo drauf bitte? Ja, irgendwie so ein Held, der weiter hinten ist. So ein Machtpush-Held, okay. Wir haben einen Paladin mit 2 von fucking 5 Equicken. Kann man mal draufpacken. Kann man machen. Reroll 4 von 5 Erleuchten haben wir jetzt hier. Eine Succubus. Was haben wir denn hier? Champion. 1 von 8 Streuung. Mach mal. Drauf mit der Scheiße. So, hast du einen Lieblingsheld auf deinem Account? Ja, keine Ahnung. Ich mag meine Main-Helden eigentlich. Still the Main, deine Main-Helden. Okay, dann, ja, fangen wir an auf dem Kürbiserzug. Vielleicht kommt hier was Gutes. Nee, lieber, gehen wir weiter. Verbrennen, Lebensentzug 1 von 8. Na, gehen wir weiter zum Minotaurus. 1 von 8 verlangsamen. Okay, Schädelkrieger. Schon wieder 3 von 5 Himmelszorn. Ah, das ist hier, ey. Der liebe Gott meint es heute nicht gut mit uns. Wir haben hier 1 von 8 Steinhaut. Pack mal das da mal drauf. Ich suche mir jetzt mal den Captain Weißbart aus. Der ist ein guter Kollege. Da können wir das Erquicken bekommen. Sehr schön.
Leider nur ein 1 von 5 erquicken, tut mir leid. 2 von 5 erleuchten, 1 von 8 Steinhaut, 1 von 5 erleuchten. Ja, damit kann man nichts anfangen. Ja, das läuft bei mir irgendwie nicht so. 1 von 8 Bollwerk, okay. 1 von 8 Flammenwache, 1 von 8 Klinghülle. Wetten, es kommt wieder was, 1 von 8. Kommt nicht, natürlich nicht. 2 von 8 Berserker. Schau mal, ob du irgendwo ein 1 von irgendwas hast. Darin. Vielleicht hier, vielleicht hier. Eben habe ich noch einen gefunden mit 1 von 8. Komm schon, enttäuscht. Ah, okay, hier ist ein... Wo war's denn? Atlantikor hat hier ein 1 von 8 Wiederbeleben. Ja, wobei Wiederbeleben darauf sogar besser ist. Hier hinten ist... Ja, hier ist noch ein Atlantikor mit 1 von 8 Wiederbeleben. Und hier ist einer mit... Ja, pack mal das da drauf. Ja. Schauen wir mal weiter auf deinem guten Minotaurus. Starten wir hier und wir haben einen Kriegsgott. 3 von 8. 3 von 8. Was hat mein Ding, Vlad? Dein Vladimir hat einen Kriegsgott. 3 von 8. Sehr schade, sehr, sehr schade. Dann, wen hätten wir denn hier vielleicht noch zur Auswahl? Also Ätzen hast du ja 5 von 5 auf deinem Geistermagier. Wenn angegriffen, besteht eine 16%ige Chance, die Gegner von 3 nach... Bitte was? Auf dem Geistermagier. Soll ich draufpacken? Ja. Okay, dann packen wir dieses Kriegsgott hier auf den guten Geistermagier drauf. Rollen direkt und es kommt raus ein 1 von 8 Schwächen. Und nun haben wir hier ein 4 von 8 Verbrennen, okay. Verbrennen hilft ja derzeit wirklich gegen die neuen Artefakte. Natürlich die große Frage, ob man so oft kämpft. Kämpfst du schon gegen die neuen evolvierten Helden oft oder geht es eigentlich? Ja, es geht, also in der Arena am meisten. Okay, wir könnten es auf Atlantikor. Atlantikor ist ja sowieso ein Tank. Und wenn der dann noch Verbrennen bekommt, hat er 8%ige Chance, allen Schaden zu negieren. Also, dass er keinen Schaden bekommt. Gegen ein 1 von 8 Wiederbeleben eintauschen. Ja oder nein? Ja, mach. Genau, ja, dann machen wir das auf jeden Fall mal. Ist eindeutig besser. 2000 Gems haben wir noch. 2 von 5 Wiederbeleben. Okay, schauen wir direkt weiter. 1 von 8 Schwächen. Wir haben hier einen Berserker. Eine fucking 5 von 8 Berserker. Pack ihn bitte auf den Party hart. Party hart. Ja, dein Kibbelserzug hat 3 von 5 erquicken. 5 von 8 Berserker, dann wahrscheinlich bald 8 von 8. Du sagst auf Kibbelserzug. Mach. Ich drücke diesen Knopf in 3, 2, 1, ersetzen. Und dein fucking Kibbelserzug evolviert hat nun ein 5 von 8. Berserker, ich glaube, diese Rolle... Alter, ist das geil. Alter, ist das geil. Das sag ich schon selber die ganze Zeit. Alter, okay, wir haben schon wieder einen Berserker. 3 von 8. Ah, mein Machtpush hält, der Machtpush hält. Ja, wobei, hier ist ein Kürbiserzug. Ja, packen wir es da drauf. Ja, way. Ja, komm, pack mal so auf den drauf. Dann hat er auch direkt einen Kürbiserzug. 3 von 8 Berserker. Alter, 5 von 8. Aber wir haben jetzt nur noch 116 Gems. Soll aber kein Problem sein, da wir ja noch Post haben. Wir haben noch Post. Und das sind 700 Gems. Ein paar glückliche Karten, die ich hier noch einsammle. Das heißt, wir haben jetzt wieder 800 Gems. Was willst du damit machen? Ja, ich frage einfach dich mal, willst du Talente rerollen oder Helden rollen? Ich würde jetzt sagen, wir machen jetzt noch ein Talent, weil die jetzt wirklich sehr super, wirklich sehr gut gelaufen sind, die Talente. Naja. Ich bewerbe ja schon nice. Genau, dann machen wir jetzt noch ein Talent. Gib mir das Go und dann machen wir ein paar Helden. Go. Und es kommt raus. Ich glaube, wir lassen es lieber mit dem Talent 1 von 8 Klingenhülle. So, machen wir den nächsten Dreier. Hier kommen raus eine Schlangenkönigin und ein Werwolf. Wir haben noch zwei Rolls. Ich würde mal sagen, ich gebe einmal das Go und ja, wunderbar, ein legendärer Held. Wir haben ja einen Champion. Und gib du mir noch das Go für den letzten Roll des heutigen Tages. Go. Und
Es war ein sehr zurückhaltendes Go. Hier ein kleiner, aber feiner Kristallschlamm. Und damit, meine Freunde, würde ich mal sagen, ist der Game Roll zu Ende, aber what the fuck. Okay, wir haben derzeit 66 Gems, Illuminati confirmed. What the fuck, was war denn das für ein Roll? Schreibt mal bitte in die Kommentare, wann, was euer bester Roll war. Wir haben jetzt 22.000 Gems und haben Kübelsherzog rausbekommen. Zweimal Eros, einmal Flat. Wir werden noch mehr legendäre Helden. Hexenmeister ist noch rausgekommen, Champion ist noch rausgekommen. Das heißt, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6 legendäre Helden. Das ist eine gute Intense und what the fuck, Talente, Alter, 5 von 8, Berserker. Ich weiß nicht, was ich da so sagen soll. Wie findest du denn die heutige Tagesbilanz? Also, ich freue mich schon auf meinen Account jetzt. Du freust dich jetzt schon auf deinen Account, dann musst du mich noch schnell die Abmoderation lassen und dann gehe ich auch direkt runter auf deinen Account. Jo, meine lieben Freunde, wenn ihr auch wollt, dass ich für euch roll, Link unten in der Videobeschreibung zu, was habe ich hier Link? Die E-Mail ist da unten verlinkt und da nur bitte über die E-Mail dann schreiben. Alles andere ist Fake, also nur über die E-Mail. Und ansonsten würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Da wird man euch loben, dass es ökologisch tut. Tut ihr sogar noch was für die Natur. Ansonsten, ja, saugeiler Roll. Vielen Dank an dich, dass ich auf deinem Account rollen durfte. Ich kann auch nochmal schnell Werbung für seine Gilde machen, beziehungsweise unsere Gilde. Ich habe die Gilde vor ein paar Wochen, Monaten gegründet. Ich glaube, der 6.6.2015 war das. Und er ist derzeit Anführer, er macht das auch wirklich sehr gut. 43 von 65 Mitgliedern sind da derzeit drin. Ich bin da auch noch drin mit einem Nebenaccount. Roller heißt der, vielleicht kennt ihr den aus manchen Videos von mir. Also wenn ihr Bock habt, hier einfach mal beitreten. Das ist der Original Servo Warrior Account. Wir machen eine Laiengilde, da kann man beitreten. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn wir uns auch im nächsten Video wieder hören. See you later. Alligator. Sowas kann ich mir natürlich nicht entgehen lassen. LOL! Geiler Champion hier. What the fuck? Alter! Oh. Schön. Oh mein Gott, wir haben das Triple. Wir haben das fucking Triple. Hier ist ein Eros. LOL. Ein Eros. Was noch? Ich einfach unverbesserlich. Was? Alter. Nein. LOL. Was? Confirm. Mach noch einen Dreier und... Hier ist ein Hexenmeister. Wir haben hier einen Berserker. Eine fucking 5 von 8 Berserker. Pack ihn bitte auf Party, Alter. Party, hör einmal das Go und ja, wunderbar, ein legendärer Held, wir haben einen Champion und gib du mir noch das Go für den letzten.